sports. It's in the game. Und steht ein echtes Highlight ins Haus. Geht ja auch eigentlich gar nicht anders, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Wir sind live dabei bei dieser Partie von Grasshopper Zürich gegen Young Boys Bern. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Lenjani. Er holt sich den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Machen Sie gut. Steilpass. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Hier spielt die schlechteste Verteidigung gegen das Team mit den meisten Toren. Schwerstarbeit für die Defensive heute. So viel steht fest. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Das gibt hier Abstoß. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Das könnte die Chance werden. Gute Aktion. Ball ist nicht drin. Die Gelegenheit für die Flanke. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Da fangen sie den Pass ab. Und jetzt der Schuss. Da sind sie da, guter Block. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ja, geht gut dazwischen. Es ist ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim 0-0 bleibt. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Den spielt er gut. Jetzt kann das Tor fallen. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten.
Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Das war ganz knapp, ein klasse Freistoß. Das wäre ein Traumtor gewesen, wenn er den gemacht hätte. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Nach wie vor steht sie unentschieden. Also ich hätte mir hier mehr erhofft. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Sibacö. Und gibt jetzt die Führung. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Die Ecke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Sie lassen den Platz für die Flanke. Der Lupfer jetzt. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Da oben, der fordert den Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Chance zur Führung. Den hat er super gehalten. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Sie nehmen den Wechsel vor. So, Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Aber da machen sie doch nichts aus diesem Steilpass. Ball ist weg. Riesenchance. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Da verlieren sie den Ball. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Gut geklärt vom Torwart. Einwurf jetzt. Könnte gefährlich werden. Wichtiges Tackling hier. Da können sie kontern. Ball fliegt hoch rein. Sie können den Pass unterbinden. Flanke kommt ganz weit. Da passt er auf und hat den Ball. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ist das der Ausgleich? Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Es läuft gut. Sie legen vorne, damit es auch so bleibt. Kommt jetzt ein frischer Spieler. Ecke kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus. Den Ball köpft er ins Seitenhaus. Timothy Fosu-Mensa. Gibt Abseits, ist völlig klar, aber das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Aber diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus.
Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Und das muss natürlich Abschluss geben. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Ja, das sieht gut aus. Ball kommt. Und der Ausgleich. Ja, gibt's das? Da kommen die tatsächlich nochmal zurück und können das Ding jetzt sogar komplett drehen. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Bisher ist hier noch nichts entschieden, Buschi. Also wenn sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Die geben alles und machen nochmal richtig tolle Stimmung. Oha, ein Foul von ihm, dabei hat er schon gelb gesehen. Jetzt geht er runter, er hatte ja schon gelb. Da hätte er sich einfach geschickter verhalten müssen. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. ...2-1, hier ist noch alles drin. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Timothy Fosu-Mensah. Die Chance hier, alles klar zu machen, aber nicht das Tor. Kaum zu glauben, Riesengelegenheit, aber er macht nichts draus. Das war's für heute, Buschi, und hör dir die Fans an, die sind unzufrieden. Machen Sie gut, Steilpass.
K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Und als wäre das noch nicht genug, treffen heute auch noch diese beiden Rivalen aufeinander. Wir zeigen Ihnen live das heutige Spiel von Young Boys Bern gegen FC Barcelona. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. FC Barcelona gegen Young Boys Bern. Barca hat auf dem Papier natürlich die Favoritenrolle, das ist jedem klar. Die Frage wird sein, wie gehen Sie mit dieser Rolle um im heutigen Hinspiel? Wie sehr belastet diese Favoritenrolle? Denn ein leichtes UEFA Champions League Duell ist es nicht. Aber klar, wenn es nach Plan läuft, dann macht Barca das. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Frenkie de Jong. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er wird das Spiel hier heute gestalten. Das ist seine große Fähigkeit und dafür brauchen Sie ihn auch. Ball läuft hervorragend bei Barcelona. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Und Aubameyang. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin. Lässt nichts anbrennen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da erobert er den Ball. Das Achtelfinale der UEFA Champions League, Buschi, das ist natürlich für die ganz großen Teams nicht unproblematisch. Klar, du träumst vom Halbfinale, vom Finale, aber du musst erstmal das Ding gewinnen hier. Ja, und die besten Teams sind eben auch die, die das Ganze wirklich Schritt für Schritt angehen, die genau wissen, du musst in jeder Partie 100% da sein. Und auch so ein Achtelfinal-Hinspiel ist kein Selbstläufer. Jetzt sind sie am Ball. Pierre-Emerick Aubameyang. Chance zur Führung. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Starker Zweikampf. Und er schießt. Schuss kommt nicht durch. Jordi Alba jetzt. Araujo. Ball jetzt bei Busquets. Nun Busquets. De Jong. Starke Szene, er holt sich den Ball. Frenkie de Jong. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Aubameyang, ist es das? Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Drüber, Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Sibachö. Könnte was werden, guter Pass. Ter Stegen, klasse Parade. Jetzt der Volley. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ball ist erstmal weg, klasse Einsatz. Die Barca-Fans geben alles, stehen hinter ihrem Team, von dem aktuell einfach zu wenig kommt. Beinahe der Rückstand. Zieht nach innen. Da wird unter Druck gesetzt. Spielt den Ball. Chance lebt noch. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben.
Der zweite Durchgang kann losgehen. In diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Und wir schauen, wie beide Teams in diese zweiten 45 Minuten reinkommen. Ball von Busquets landet beim Gegenspieler. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Ein Moment für die Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemach, gemach, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da kommt er raus und hält den Ball. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Der Ball kommt. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Der Ball kommt wieder zurück. Ist es das jetzt? Tor für Barcelona! Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Ansu Fati. Die Gelegenheit für die Flanke. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen in dieser Szene. Bin ich ganz bei dir, in der Situation nur gelb zu geben, ist einfach falsch. Das war kein Problem für sie, er hält den Freistoß sicher. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Jordi Alba. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Aubameyang! Der ist noch heiß! Da oben, der fordert den Ball. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Sie bringen Ilkay Gündoğan. Kurze Ecke. Wichtig, er holt den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Und jetzt der Wechsel. Aubameyang geht. Jetzt der Eckball. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da. Und dann kannst du den kaum besser machen. Gündoğan jetzt am Ball. Da ist De Jong. Geht mit Einwurf weiter. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Es gibt Einwurf. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn.
Vielleicht die Konterchance. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Starke Aktion vom Torhüter. Möglicherweise rettet er damit das Unentschieden. Gut möglich. Lange zu spielen ist nicht mehr. Ja, guter Pass. Ganz enge Kiste, abseits. Oh, da dachte ich schon, das war richtig gut. Der Steilpass, klasse. Aber die Szene wird abgepfiffen. Es wird jetzt hier gewechselt. Jetzt vielleicht der letzte Angriff von Barcelona. Vielleicht schießen sie doch noch den Siegtreffer. Ball läuft hervorragend bei Barcelona. Könnte die Führung werden. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an den Außenpfosten. Unentschieden also im Hinspiel. Das war's. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Begeistert uns der Topscorer auch heute wieder? Wir werden es herausfinden. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Super dazwischen gegangen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Kein guter Pass, weg ist der Ball.
Die Gäste sind ein außerordentlich defensives Team, Buschi. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Schönes Dribbling hier. Drüber, da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Gibt abseits, da läuft er einen Moment zu früh los. Gute Aktion jetzt. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Klasse Aktion, Ball ist weg. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und er pfeift dann doch noch ab, genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Die kurze Variante jetzt. Setzt sich klasse durch. Und das gibt Abstoß. Gute Chance. War aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Ein guter Doppelpass. Ganz alleine. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Chance zur Führung. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Da müssen sie aufpassen jetzt. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Unglaubliche Parade. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Die Chance. Den Ball abgewehrt. Und festgehalten. Klasse gemacht. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Schöne Aktion. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Den hält er. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Ganz wichtig. Da muss er hin. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt hat er den Ball. Chance für den Konter jetzt. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Eine Minute gibt es obendrauf. Ja, setzt sich schön durch. Gute Aktion vom Torhüter. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Da konnten sie nichts draus machen. Ganz stark abgeblockt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie.
Ja, Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Schön dazwischen gegangen. Da stand der Assistent gut, abseits. Er bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt es den Applaus? Der Befreiungsschlag. Seredier. Sie verlieren den Ball. Er kann sich durchsetzen. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie suchen die Lücke. Da ist die Chance. Den will er mit Gefühl machen. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Sibatschö. Ja, könnte was werden. Da sind sie da, guter Block. Und das ist der Ballverlust. Ah, klasse geklärt. Die Chance. Noch ist die Chance da. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen die Mitspieler erstmal aufrichten. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Könnte jetzt was werden. Die Gelegenheit. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da zieht er ab. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie suchen die Lücke. Da kommt der Schuss. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Da kann er klären, gut aufgepasst. Das macht der Torwart gut, den Ball hat er. Schwache Aktion, Ballverlust. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Regulär sind es noch 7 Minuten. Oh, das kann gefährlich werden. Sie können den Ball abfangen. Ist das der Anschlusstreffer? Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Da ist die Fahne, abseits. Da müssen sie sich im 16er mehr bewegen, das ist zu statisch. Sie machen es der Abwehr zu einfach. Das sind so Chancen, da musst du mehr draus machen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch.
Schön vorbeigekommen. Ball kommt. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber.